Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir ein Wagenset aus. Das Wagenset hat die Artikelnummer 97029. 9 von LS Models. Ach Digga, ich kann das auch einfach hier aufmachen. So. Von LS Models. Das ist ein. Das ist ein Nightjet-Wagen. Ja. Zweisitzwagen, was immer das auch heißt. Ja. Ja. Mal sehen, diese Verpackungsart mag ich besonders nicht. Weil die üben sich überall verteilen, wenn man da was rauskramen will. Ach, Digga. Ich glaube, das Auspacken hier raus kann halt etwas dauern. Oh Gott. Oh. Okay. Okay, Leute. So, ach ja, ich habe auch, wir haben auch noch Rocco Kurzkupplungen neue. Bestellt so eine Packung, dass wir wieder Vorrat haben für den Nightjet-Wagen und für andere Modelle, die noch kommen oder die wir schon haben und für die wir noch ja, kein Ding hatten. So, hier ist eine Rechnung oder ja. Das hat jetzt 169 Euro gekostet. Ist ein guter Betrag. Ich glaube, da sind ja zwei Nightjet-Wagen drin. Wir haben diese Wagen noch nicht. Ich weiß nicht, warum wir die gekauft haben bis jetzt. Vielleicht kann man die mit anderen Fahrzeugen fahren lassen, aber ja, sicher kann man die mit anderen Fahrzeugen fahren lassen. Ich bin bei Nightjet-Wagen jetzt halt nicht so gerade der Profi, sagt man. Also. Ja. So, das Besondere an diesem Wagen ist jetzt halt, dass die Türen bunt lackiert sind. Und. Dass die Türen bunt lackiert sind und diese spezielle bunte Lackierung nennt man Pride of Vienna, wie man das auch immer ausspricht. Ich werde es auch noch korrigiert mich, wenn ich das falsch ausspreche, aber ich kann mit so. Dann hat man hier noch hier für Nachrüstungen oder für ja so Sachen, die man noch dran machen kann. Die sind jetzt im sechste Epoche, das Design. Mit nachtblauer Lackierung. Hier sind die Zurüst-Nachrüstteile. Einen kleinen Beutel. So, dann holen wir doch schon mal einen raus. Das sind jetzt zwei Nightjet-Wagen. Vielleicht mit Liege. Okay, das ist nie ein gutes Zeichen.
Hier lag im Wagen eine kleine Feder, dass man scharf wird. Da lag eine kleine Feder. Ist hoffentlich, ja, ist ja wahrscheinlich die Kupplung. Okay, die Kupplung war es jetzt zum Glück nicht. Vielleicht finden wir noch, wozu es gehört. Oder ob das überhaupt zu was gehört. Das war jetzt hier drin. Ja. Also die sehen schon mal sehr schön aus. Möchte ich gar nicht hier mit meinen Fingern drauf fassen, weil die so schön sauber gerade sind. So, wahrscheinlich sind das Schlafwagen oder ein Liegewagen. Also hier die Details, die im Wagen drin verbaut sind, finde ich sehr, sehr schön. Da oben kann man eine Ablagefläche für Koffer und so finden. Das ist der erste. Und natürlich kommt das Fahrvideo von dem Wagen in ein paar Wochen, vielleicht schon diese Woche. Da lasst mal uns mal überraschen. Ich weiß es selbst noch nicht, wann ich die so mache. Ja, der hat die bunten Töne jetzt hat. Die Drehgestelle lassen sich wirklich sehr schön leicht drehen. Und da sind die bunten Töne, die ich gemeint habe. Ja, das war's dann erstmal schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann wird auf diesem Kanal irgendwann demnächst die Fahrvideos kommen, wo wir die mit einem Zug ja, fahren, testen oder zeigen werden. Und bis dann, haut rein, Leute. Ciao.